Hey Freunde, einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Sternkind-Saga. Ja, wir waren in der letzten Folge hier in den Trennbergen in der Taverne da und haben mit einer... Wenn ich daran denke, muss ich schon wieder lachen. Mit einer ziemlich vollbusigen Bedienung gesprochen. diese Betonung darauf. Hoppla, da wollte ich eigentlich nicht rein. Und eine Quest angenommen. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Die Reaktion von Gorath darauf. Ja, sehr gut. Und auch der etwas ältere Herr war natürlich auch nicht schlecht. So, aber nichtsdestotrotz, wir wollen weitermachen. Oh, die Trennberge. Der Eingang zum alten Minenschacht. Die Trennberge haben unzählige Eingänge in die Schächte, Gorath. Aber hier hat es Bergführer. Es ist also einer jener unheimlichen düsteren Gänge. Diese Schächte, die voller Grusel sind und Gespensterdinger. Gorath bewegte seine Finger von seiner Brust ein wenig seltsam und seine Stimme hatte einen hohlen Klang angenommen. Wir sahen uns verdutzt an, bis Gorath endlich in die strahlende Sonne blinzelte, murrend seufzte und lospolterte. Ich wollte ein wenig gruselige Stimmung erzeugen. Ihr seid wirklich absolut unerschrocken, ha? Es ist nur ein Berg. Täusche dich nur nicht, werte Freundin. Der Berg ist durchzogen von alten Schächten und gefährlichen Stollen. Es heißt, dunkle Mächte graben sich durch den Fels und wütende Geister durchstreifen die Stollen. Und die Zwerge hätten in ihrer Angst zahlreiche Schätze zurückgelassen. Gorath hing förmlich an den Lippen von Arson und nickte stumm und nach jedem Satz. Jawohl, 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 jawohl. Ja, Freunde. Das sieht ja mal fast genauso aus wie die Gazeschülle. Auf jeden Fall Ähnlichkeiten vom Aufbau hier, jedenfalls im ersten Gang. Und auch von der Hintergrundmusik, wenn man das überhaupt Musik nennen kann. Diese schweren Kisten sind verschlossen. Es heißt, dass sich darin die Besitztümer derjenigen befinden, die dereinst die Höhle, diese Höhlen gruben. Okay. Huch, hoppla. Da geht's ja weiter. Aber eigentlich... Quest-Tagebuch. Eigentlich will ich ja schon... Ich bin schon blöd, dass ich vorher nicht nachgeguckt habe. Die Nebenquest machen. Von der, Bedienung. Ich glaube, das war das perfekte Bier. Wir haben in der Zwergentaverne in der Station der Trennberge West eine Wirtin getroffen, die davon träumt, ein Bier nach Art der Oberflächler herzustellen. Leider meint sie damit weder Gerste noch Weizen, sondern ganz in zwergischer Tradition Pilze, die dem Zwergenbier die ganz eigene Würze verleihen soll. Kurzum, es kann ihr nicht schaden, die Augen nach einem besonders würzigen Pilz offen zu halten. Da ich keine Ahnung habe, was für ein Pilz die da meint, machen wir erstmal weiter. Da das ja weitestgehend oder wenigstens ein wenig Open World ist hier, kann man ja auch immer wieder hier hin. Gehe ich mal von aus. Der Minenpfad ist voller Gefahren und Abwägbarkeiten. Wir können jederzeit sterben und sind da drin komplett auf uns alleine gestellt. Wir sollten sehr wachsam sein. Wo ist denn der Bergführer? Nichts dergleichen. Erstmal da lang. Hallo Ratte. Tschüss Ratte. Hallo grüne Suppe, in der ich schwimmen kann. Yay, grüne Suppe, in der wir schwimmen können. Die uns nichts bringt. Minenpfad voller Gefahr, bla bla bla. Nein. Ich weiß, bin feige, Freunde. Heute bin ich mal feige. Ah, diese Kälte. Hier weht ein wirklich eisiger Wind. Ja, es heißt, dass hier drin Winde existieren, die seit der Besiedelung der Berge durch die Zwerge hier gefangen sind.
und wüten darüber durch die Gänge des Gesteins geistern. Okay, klingt einladend, Freunde. Weiter geht's. Der Minenfall ist voller blablabla gefahren, blablabla. Ja, gut, Freunde. Wir haben ja gespeichert, dann gehen wir halt. Gehen wir da alleine. Ja. Was zum Teufel ist das hier? Was zum Teufel ist das hier? Abschnitt durchsuchen. Weit hinten im Berg lässt sich ein Nest mit Spinnen erkennen, die eifersüchtig zischend ihre Kokons bewachen. Einige davon scheinen durchaus die Form eingesponnener männlicher Lebewesen aufzuweisen. In der Nähe befinden sich einige alte Erzloren, die man unter Umständen in das Nest schieben könnte, um die Spinnen zu verjagen. Mal gucken, Lore so anschieben. Quietschend und unendlich langsam rattert die Lore in das Nest der Spinnen, die jedoch schnell wieder in ihr Nest zurückkehren. So dass nur sehr wenig Zeit bleibt, das Nest zu plündern. Und reinen Mondstein gefunden. Ah, schade. Das heißt, wenn wir ein Werkzeug benutzt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich mehr gefunden. Abschnitt durchsuchen. Dieser Höhlenabschnitt ist düster, voll tanzender Schatten und absolut leer. Weiter. Bis auf eine kleine dicke Spinne, die sich am Boden entlang windet, ist dieser Höhenabschnitt komplett leer. Ja gut, weiter. Es kommt ein großes, mächtiges Monster! Graue, unscheinbare Steine reihen sich in diesem Höhenabschnitt unspektakulär aneinander. Weiter. Passiert doch mal was Spannendes? Außer einem feinen Luftzug lässt sich in diesem absolut leeren Höhenabschnitt nichts Ungewöhnliches feststellen. Schnarch. Weiter. Trostlos liegen wertlose Felsen im Weg herum. Ansonsten ist dieser Abschnitt jedoch vollkommen... Wieso ist ja alles leer? Wir wenigstens einen Schatz finden oder so. Ein paar Felsen, die einen Augenblick zum Ruhen und Rasten einladen, ist dieser Abschnitt vollkommen... Hm. Wow, jetzt sind wir endlich mal durch. Verschwitzt, müde und staubbedeckt kamen wir in einen Gang, in dem es frisch roch und in dem wir nahe Stimmen hallen hörten. Es schien, als hätten wir tatsächlich die Trennberge auf eigene Faust durchquert und bezwungen. 350 Alleinpunkte. Dafür hätten wir einen Bergführer gebraucht. Das ist ein Witz, oder? Das ist doch jetzt ein Witz, Freunde. Ganz ehrlich. Ist doch mal voll einsam. Ich laufe dir herum. Das ist gefährlich. Wir brauchen einen Bergführer. Ja. Und dann? Der Raum ist komplett leer. Der Raum ist auch komplett leer. Oh, eine Spinne. Aber sonst ist der Raum leer. Gehen wir einfach weiter. Wisst ihr, was ich meine, Freunde? Es ist irgendwie, ich weiß nicht. Es ist komisch und unlogisch. Irgendwie. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber schön und gut, dass wir hier einfach so durchgekommen sind. Den Hochkönig zum Gruße, Caradonia. Owen. Ja, aua. So siehst du auch aus. Owen ist mein Name. Ich spreche ihn jetzt einfach so. Schatzjäger, die Gesinnung. Das ist geil Deutsch. Du bei Yoda gelernt, du haben? Der Berg, seine Wände leben. Ich sicher. Aber ich ihn werde Knie zwingen. Habe in Heimat Himatilonia viele Berge durchquert, viel Stein schon gesehen. Wenn ihr habt große Sorgen, ihr gehen mit zwergische Führer. Ich nicht nötig habe. Wir auch nicht. Lappen. Ja, Arson, ich weiß. Mann, depressive Nervensäge. Ich hab den Kerl gerne, aber manchmal könnte ich ihm den Hals umdrehen. Natürlich ganz sanft. So. Da sind wir durch. Geschafft. Mann, das war ja ziemlich schwer.
Oder was bei dir, Freunde? Schreibt's mir in die Kommentare. Ich find's, wie gesagt, ein bisschen komisch. Gramm, Kameraden, sind da. Kretir liegt da östlich. Okay, schreibt's doch nicht so an. Irgendwie will ich hier ganz schnell weg. Moment. Wenn ich jetzt wieder weggehe? Sah gerade so aus, als ob der Blaumann da am Heulen wäre. Mehlspeis. Den hatten wir doch auch schon mal gesehen. Ah, da seid ihr ja wieder. Wie kann ich euch diesmal zu Hilfe sein? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den gesprochen habe. Oh, habe ich euch nicht schon auf der anderen Seite auch gesehen? Bestimmt, bestimmt. Wir reisen zwischen den beiden Stationen hin und her, um die Wanderer mit Waren zu versorgen. Also, wie kann ich euch helfen? Ausrüstung. Und wir hatten auch eine ganze Menge Ausrüstung gekauft. Hey, Bruder, Schwester, kommt ihr dabei? Der ist echt überall. Aber nix. Seid mir gegrüßt, werte Recken, und bestimmt auch Feinschmecker meiner erlesenen Back- und Kochkunst. Kann ich euch vielleicht für einige meiner erlesenen Backwerke begeistern? Oder gar für die gekochten und gebackenen Speisen meines werten Schwagers? Aber sicher doch. Einkaufen. Einkaufen. Kaufen? Wollen Sie das wirklich kaufen? Ja. Sind Sie sicher, dass Sie Antwort B haben wollen? Ja. Gib mir die Million auch gleich. Danke. Oh, weia. Ah, da seid ihr ja wieder. Interesse an den Dingen, die ein Überleben im Berg garantieren? Nein. Der... Moment. Jarek. Seid gegrüßt, ihr Karadonier. Exotische Früchte aus aller Herren Länder. Interesse? Nee, fremde Früchte sind nichts für uns. Ja, komm schon, Gorath. Du würdest doch jede Melone in die Hand nehmen, oder? Egal, woher die kommt. Sei doch mal ehrlich. Vor uns liegt nun das wilde karadonische Nordland. Bergig und voll des Waldes. Wir sollten uns vorsehen und genug Proviant einpacken. Wir werden nur langsam vorwärts kommen. Ja, ja, ja. Wir haben ja nur 236 Einheiten. Das sind ja so viele, aber wie wir schon festgestellt haben, Gorath frisst alles weg. Wir brauchen ein bisschen mehr. Stadt Kriltir, Heim der Handwerker und Krieger, in den Ork-Kriegen komplett niedergebrannt und neu aufgebaut. War's das auch neu in den Kriegen? Mein Gott, hat ja nicht lange gedauert dann. Die Stadt Kriltir pflegt seit ihrer vollkommenen Zerstörung durch die Orks den Ruf, das karadonische Herz zu sein, das selbst nach größtem Unwillen nicht zu schlagen aufhören kann. Die wehrhafte Stadt ist ein Zentrum für allerlei Krieger und Händler und fungiert derzeit als Kriegshafen. Ein Titel, den sie mit großem Stolz trägt. Ha! Der Kriegshafen Kriltir! Legendäre und unbezwingbare Stadt des Nordens! Ja, unser Leuchtfeuer damals im Krieg gegen die einfallenden Orken. Gott, war das böse! Eure Begeisterung ist großartig, aber genau genommen wurde die Stadt im Orkkrieg so gut wie zerstört. Von unbezwingbar kann keine Rede sein. Ach, Rasson, was Vergangenheit ist, kann uns egal sein. Die Stadt ist eine Legende aus Stein und Holz. Und daran lässt sich nichts rütteln. Und hier befinden sich auch irgendwo unsere Freunde und der Kriegsherr. Lass uns also Kriltir besuchen. So abgerissen, erschöpft und staubig, wie wir von der Reise sind, möchte ich dem alten Brummbären nicht unbedingt begegnen. Oh ja, ich kann ebenfalls darauf verzichten. Erst muss ich was essen und einmal durchschlafen, sonst ertrage ich das Gemecker nicht. Lasst uns dem Kriegsherrn also erstmal aus dem Weg gehen, ja? Okay, ich werde es versuchen, Gorath. Ich werde es versuchen. Die 15 haben wir ja gesagt, ist mein Sicherheitsspielstand. So, oh, ein Schrein des Alcandors. Hier ruht das Wissen und die Erfahrung der Handwerker, welche die Früchte ihrer Arbeit bis zum Ende mit Werkzeug und gerechtem Zorn verteidigten, damit der Ork sie nicht schände. Mit Tränen in den Augen salutieren wir den Kunstschaffenden der dritten Schlachtreihe. Gut.
Ich hoffe, ihr hört mich jetzt nicht irgendwie schwer atmen oder so. Meine Nase ist ein bisschen verstopft. Falls dem doch so sein soll, ist es dem doch so sein soll, Mann, ich auch bei Yoda gelernt ich haben, dann wisst ihr Bescheid, woher das eventuell kommt. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Hier ruhen die Seelen braver Bürgerstöchter mit. Was ist denn los heute? Und feiner Bürgersöhne. In der Nacht des feurigen Zorns waren es ihre Waffen und ihr Wille zum heiligen Leben, die den orkischen Feind bezwingen konnten. Voll Bewunderung salutieren wir den Unbeugsamen in der zweiten Schlachtreihe. Hier ruht in ewiger Wachsamkeit der Geist der Soldaten, die während der Ausübung ihres Dienstes an Axt und Schwert dem Ork zum Opfer gefallen sind. Ergeben salutieren wir den Tapfersten in der ersten Schlachtreihe. Das sind die, die im Ork-Krieg gefallen sind. Das sind scheinbar der ihre Gräber. Hier ruht das Wissen, die Erfahrung der Handwerker. Okay, steht da jetzt überall das Gleiche. Dieses Grab ist anders. Damit wäre meine Frage beantwortet. Was meinst du, Freund Haki? Ich kann es einfach nicht erkennen. Vielleicht bin ich auch einfach nicht aufmerksam genug. Alte Schriften 3 womöglich braucht man dafür. Ja, bis auf diesen Grabstein hier steht überall das Gleiche drauf, also was gegenüber liegt. Ja, den werden wir uns mal merken, Freunde. Hallo, Alkandor. Gewidmet den Kriegern, Bürgern und Händlern, die während der Kriege Ork-Kriege Blut und Leben der Verteidigung der Stadt Kreti opferten. Möge ihre Selbstlosigkeit wie ein Leuchtfeuer den Zögernden und Zaudernden und den Feiglingen dienen, sie auf den Pfad der Tugend und des Mutes zurückzuführen. Alte Schriften 2. Ich habe gelesen, dass die Stadt von Grund auf als Wehrburg neu errichtet wurde, nachdem nur Ruinen von der alten Händlerstadt Kreti geblieben waren und dass zahlreiche Künstler und Bildhauer damals ehrenamtlich und freiwillig nach Kreti gekommen waren, um der Stadt ob ihrer Rolle im Ork-Krieg ein Denkmal oder eine Statue zu stiften. Oh, 5 Talentpunkte, einfach so. Ja, Freunde. Ich guck einfach mal. Hoppla. Mensch, ich habe hier kaum Platz vor mir, dass ich da in das blöde Mikro komme, wenn ich den Controller mal anders halten will. Mann. So, 911, wie lange habe ich denn schon nicht mehr da hingeguckt? Auweia. Dann wollen wir demnächst mal was lernen, ne? Ich bin ja irgendwie für alte Schriften, aber da... Nee. Alte Schriften kann man so lernen. Kostet nur 600. Ich sollte ja auch überreden und betören lernen, ne? Und... was war das andere? Ich glaube, Tauchen brauchten wir nochmal. Tauchen 2. Schlösserknacken 3 brauchen wir definitiv. Ich überlege mir das bis zur nächsten Folge. Und ihr könnt auch wie immer in die Kommentare schreiben. Auf Tipps bin ich immer, für Tipps bin ich immer dankbar. Oh nein, da kommt der Kriegser auch schon. Und seine Laune scheint nicht die beste zu sein, wen wundert's. Dann lass uns besser schnell in Deckung gehen. Oh ja, verstecken. Eine wohlfeile Streitmacht habt ihr da ausgehoben, werter Kriegsherr. Es wäre wahrhaftig eine Narretei, uns anzugreifen, nicht wahr, von Van Kayla? Es wäre närrisch, mit dieser Armee im Rücken den Krieg nicht nach Bergen vorn zu bringen. Wollt ihr schon wieder damit anfangen? Ihr langweilt den Hohen Rat mit euren sich stets wiederholenden Anforderungen und aggressiven Vorschlägen. Es ist nicht meine Schuld, wenn der Rat sich elfenblass hinter einer Armee versteckt, deren Angehörige deswegen Axt und Schwert in die Hand nahmen, um den Wolf zu schlitzen und Tarnes gefällige Rache an den Garzisch zu nehmen, die ihre Brüder, Schwestern, Väter und Mütter ermordet haben. Die Zeit ist schon lange reif für einen Krieg. Und mit dieser Armee ist ein Sieg, keine Frage, Ratsmitglied. Kriegsherr, bedenkt eure Stellung, wenn ihr dem Rat spottet. Euer Kopf hat nur so lange Wert für uns, wie wir sicher sein können, dass ihr loyal zu uns steht.
Wir haben nicht vergessen, dass vor der gescheiterten Invasion viele Würdenträger unter seltsamen Umständen zu Tode gekommen sind. Bewacht wurden sie allesamt von Männern, die euch unterstanden. Kriegsherr. Das wütende Zischen des Kriegsherrn und seine vor unterdrückter Wut, knirschenden Zähne, konnten wir selbst mit unserem Versteck noch hören. Sehen konnten wir lediglich, dass der Kriegsherr vor Hass zitterte und der Repräsentant des Hohen Rates sich daob sehr amüsierte. In diesem Moment hatte ich Mitleid mit dem alten Mann, unserem Ausbilder. Männer, wir benötigen eure Dienste nicht mehr. Abmarsch in die Burg. Ich komme nach. Wer hat die Axt im Anschlag? Ich entschuldige mich für mein ungebührliches Benehmen. Wow, der entschuldigt sich mal. Es ist schon vergeben. Dann habe ich ja gute Nachrichten für euch, Wetterkriegsherr. Der Hohe Rat hat sich in einer vollkommenen und umfassenden Weisheit und unter Prüfung aller uns vorliegender Informationen dazu entschlossen, eure kleine Streitmacht wirklich gegen Bergenthorn zu entsenden. Eure bewaffnete Bauernschaft soll die Möglichkeit erhalten, ihren Wert für unser Land im Kampfe beweisen zu dürfen. Aha. Dann sollten wir uns schnell zusammensetzen und wohl kaum. In Absprache mit unseren militärischen Aufklärern wurde bereits ein Angriffsplan entworfen, der den wölfischen Feind mit aller Macht einer geballten karadonischen Faust treffen wird. Den Kriegsherren werden die Befehle noch übermittelt. Was? Verdammte Axt! Ein Treffen ohne mich? Es wurde ohne mein Wissen oder wenigstens Raffles Beihilfe beratschlagt. Aber ja, werter Kriegsherr, ihr scheint in unseren Augen dermaßen überfordert mit der Ausbildung eurer Rekruten, dass wir euch nicht mit derlei Nebensächlichkeiten belästigen wollten, versteht ihr? Das glaube ich einfach nicht. Leiht mir euer Ohr, Van Kayla. Ihr werdet eurer Streitmacht die Order erteilen, Bergenthorn im Sturm zu nehmen. Bei den Ruinen von Turaburg ist ihre Verteidigung schlecht. So berichten es unsere Späher und ihre Präsenz ist auf dem Boden der einst heiligen Stadt sehr schwach. Wir und die Kriegsherren sind uns sicher, dass das Überraschungsmoment die Wölfe komplett vernichten wird. Und dann könnt ihr tief in das Landesinnere marschieren. Ein Sturmangriff! Beim letzten Mal, vor 20 Monden, da waren meine Männer wie Korn, das von einer Mühle des Todes zermahlen wurde. Niemals werde ich... Doch, ich denke schon. Die Wölfe rechnen niemals damit. Sie denken, wir rechnen die Schlacht vor einem Jahr als Fehler und werten den Krieg als verloren. Doch war es nur eine Schlacht. Ein Sturmangriff wird den Feind während des Schlafs überraschen und Tod und Verderben auf die Feinde Karadons herniederprasseln lassen. Ich werde tun, was ihr mir befehlt. Doch ich behalte mir das Recht vor, auf eigene Faust zu entscheiden, sollte sich die Lage vor Ort maßgeblich ändern. Und wieder irrt ihr. Auf diese Entfernung könnt ihr keine Befehle ausgeben. Entfernung? Ich verstehe nicht. Ihr seid zu wichtig für die Drachenhalle, Van Kayla. Und wenn ihr ehrlich zu euch selbst wärt, dann wüsstet ihr, dass ihr körperlich nicht mehr der Jüngste seid. Ein solcher Kampfeinsatz erscheint dem Hohen Rat als zu gefährlich für einen alten Mann, wie ihr es seid, Kriegsherr. Nun reicht es! Ich habe die letzten Monde aus dummen Bauern Soldaten gemacht. Wie ein Handwerker habe ich in diesen einzelnen Mühe, Schweiß und manchmal Blut investiert. Wenn diese braven Männer und Frauen nun in den Krieg ziehen, dann werde ich an deren Seite stehen und jeden Einzelnen mit bloßen Zähnen aus dem Schlamm ziehen, wenn es sein muss. Nichts kann mich diesmal davon abhalten, meine Söhne und Töchter in das Gefecht zu führen. Hast du das verstanden? Ich habe euch gehört, jedoch nicht verstanden.
weil ich dumm bin. Aber ich werde dem Hohen Rat eure rebellischen Gedanken und eure Sucht nach Ruhm mitteilen. Dann verschwinde von hier, Elfenliebchen, und berichte deinem Hohen Rat von mir. Vergiss ja keine Einzelheit und erwähne auch, dass ich meinen Rekruten rostige Schwerter gebe und in der Nacht Kinder fresse, Bastard! Ihr seid des Todes, Kriegsherr. Wenn ihr euch unseren Befehlen widersetzt und heute zu euren Männern stoßt. Lieber bade ich im Blut des gesamten Hohen Rates, als dass ich zulasse, dass auch nur einem meiner Soldaten ein Haar gekrümmt wird. Ich musste keinen Spiegel suchen, um zu wissen, dass mein Gesicht genauso bleich wie das von Gorath war und meine Augen so angstvoll aufgerissen wie dieselbigen von Svenja. Arson hingegen schien angestrengt nachzudenken, als würde er etwas aushecken. Wow, Freunde, das war ein krasser Dialog. Wer hätte das gedacht? Dieser Drecksack von Ratsmitglied, Typ, was auch immer, will uns, also die Rekruten von Kayla, alleine nach Bergen von denselben ohne Unterstützung, sie quasi als Kanonenfutter missbrauchen, weil der Rat einfach zu blind ist, um zu sehen, dass die Garzech das nicht, Also, wie sagt das so schön, ein Blitz schlägt niemals zweimal in dieselbe Stelle ein, aber in der Praxis sieht es auch manchmal anders aus. Ich denke schon, dass die Garzech damit rechnen. Aber Kayla hat sich bei mir gerade sehr viele Sympathiepunkte verdient. Ich meine, wir wissen ja, dass er sehr bedacht auf seine Rekruten ist. Aber dass der da wirklich dem kompletten Rat quasi den Krieg erklärt. Nur um mit seinen Rekruten, die er ausgebildet hat, mitkämpfen zu können. Das hätte ich niemals erwartet. Ich mag den Kerl. Das ist einer meiner Lieblingscharaktere in dem ganzen Spiel. Ja, Freunde. Und wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Dann werden wir uns weiter nach oben begeben. Denn einen anderen Weg gibt's nicht. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Ich mach's gut, ihr macht's besser. Bis dahin.